Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 3 und herzlich willkommen zu einem neuen Gameplay von Call of Duty Black Ops 2 Herrschaft Hijacked Runde 1 von 2 und das spielt vom edlen Gameplay-Spender Arid 1212 vom Beta KX-Clan und oben haben wir auch nochmal einen, der Ossi 1203 auch vom BT KX-Clan. So. Herrschaft, La ist angesagt auf der Map Hijacked MSMC und die AN94 Zielsucher und Schalldämpfer hat er drauf. Und heute habe ich mein Gameplay über einen YouTuber und ein Gameplay über natürlich RTL und zwar der berühmte Gamescom-Beitrag. Es war vor ein paar Jahren, glaube ich, da hat RTL sich das Recht genommen, uns Gamer zu beleidigen. Und uns zu, um uns schlecht zu machen. RTL hat uns, niedergemacht, hat uns, als Schweine bezeichnet. Also schaut mich mal an zum Beispiel. Ich mache auch ein paar Real-Life-Videos. Findet ihr zum Beispiel, dass es bei mir dreckig ist? Ich meine, schaut euch mal meine Toilette an. Die ist sowas von sauber, Leute. Also ich weiß gar nicht, was ihr habt. Es gibt Ärzte. Es gibt Akademiker. Es gibt Physiker. Es gibt, was gibt's noch? Es gibt Studenten. Die spielen alle Call of Duty Black Ops 2. Die spielen MW2. Oh ja, Mann. Das glaubst du gar nicht. Und das sind gepflegte, souveräne Leute, die sozialen Kontakt pflegen. Und es sind nicht alles Amokläufer. Das ist so ein Quatsch, Leute. Da müsste man ja auch Moorhuhn verbieten. Oder, das schießt da, Jahrmarkt, kennst du doch, Jahrmarkt, oder? Jahrmarkt, kennst du, Jahrmarkt? Dieses komische Ding da, wo man auf jeden Fall so ein Teddybär für seine fette Freundin, abschießen tut. Ups, das Fett muss ich ignorieren. Hab nämlich hier gerade Salami hier neben mir. Und zwar, ja, finde ich richtig kacke, RTL, könnt ihr gleich mal auspacken, nach Hause gehen. Ich habe aber natürlich mir noch das Recht genommen, heute über einen YouTuber zu sprechen, wo ich weiß, dass etwa 8% davon meine Abonnenten sind vielleicht Rambo-Fans. Rambo, genau. Viele sehen ihn als Vorbild, als Idol und ich will meine Meinung hier mal nochmal kundgeben über diesen Herren namens Rambo, der ja immer wieder behauptet, I love Cookie Sect, I love Cookie Sect, I love Cookie Sect, der ist so schlecht, I love Cookies, ist Geld geil, oh je, skandalös, oh je, mein Gott, Rambo, freu dich doch, nach dem 500. Mal wissen wir's, ob er jetzt gehackt hat oder nicht, mein Gott, hat er einen Mord begangen oder was? Nein, I love Cookies macht gute Videos, sehr gute Videos, ehrliche Videos, Videos mit Herz, mit Blut, mit Feuer. Aber du, Rambo, du musst beleidigen. Beleidigen, ja, Mann. Hey, Rambo, Mann. Hey, komm, Mann, der Krieger ist so fett, ey. Mann, Rambo, was soll das? Natürlich bekommst du dadurch sehr viele Abonnenten. Auf jeden Fall. Das will ich dir gar nicht abstreiten. Weil das gibt Abonnenten, klar, auf jeden Fall. Aber, naja, es gibt deutlich bessere Leute in der Community, die ein Vorbild sind, zum Beispiel Bisa Fun Clan, Montana Black 88 oder zum Beispiel aber auch Paul Vollmars, Kieler Junge 94, Ahorn Ente, der Totti. Das sind alles für mich Leute, die mitten im Leben stehen, gute Videos machen und ehrlich sind. So, sorry Leute, es musste ich einfach jetzt mal loswerden, was ich hier gesagt habe. Und ich stehe auch mit jedem Wort, was ich dazu sage. So. Und jetzt kommt noch etwas, was ich unbedingt wissen muss. Leute, oder Montana Black 88, wie bekomme ich denn die Facecam in ein Video? Ich habe die Elgato Game Capture HD, aber habe keinen Plan, wie ich dieses Facecam eigentlich mache. Weil ich gerne mal Facecam machen würde, also mit Gesicht so zocken und nebenbei meine Fresse in die ins Video halten. Wäre für mich echt mal eine andere Sache. Ne? Ach ja, beim 500. Video wird etwas ganz Besonderes kommen, Leute. Und zwar kann ich euch einen Tipp geben, was beim 500. Video kommen wird. Einen Special-Tipp. Und zwar, ich sage nur... Reptil
und Bisa Fanglan. Mehr sage ich dazu nicht. So. Oh ja. Wir haben noch 14, 13, 9, 8, 6. Ko, na, oder wie sagt man das nochmal? 2, 1, 0. Fertig. Gameplay ist vorbei. Hat Spaß gemacht. Hoffe, ihr hattet auch Spaß und haut auf jeden Fall rein, Leute. Und nehmt natürlich nicht das alles zu ernst, was ich gesagt habe. Weil das ist ja meine Meinung, die ich vertrete. Haut auf jeden Fall rein, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer YouTube Gamescom auf der PlayStation 3 oder hätte doch einfach der junge Zocker JT. Weil da ist noch Platz. Ciao.